Hallo! Schönen guten Tag, Herr Amahat! Ja, hallo! Morgen, Prinzessin! Ja, ist die Frage, was machen wir jetzt mit dem? Bringen wir ihn um? Oder bringen wir ihn nicht um? Ja. Hat jetzt jeder einen? Aufbruch. Jo. See. Nee. Oh, Vorsicht, festhalten. Oh. Unterboden kaufe ich neu. Das Auto besteht schon nur noch aus Ersatzteilen. Stimmt. Ist da eigentlich noch ein Teil original? Nein. Okay, ich bin gleich sehr gespannt, in was für eine Verfassung er ist. Ja, ich auch. Also, ich würde da auch nicht gerne übernachten, ne? Also, wenn er jetzt gleich sagt, ich bringe euch alle um und geht auf uns los, ne? Dann ist das halt sein letzter Tag gewesen. Also, dann ist halt safe. Sie, das ist halt einfach. Das kriegen wir geregelt dann. Ja gut, was ist denn eure Einstellung, euer Plan? Jetzt wollen nicht dabei. Also, sollte da Hoffnung auf Besserung doch noch sein, und ein letzter Funke sollte noch da sein, dann kriegt er eine Woche vollkommene Isolation. Nicht da unten, wo der sich sowieso auf Krampf selber töten wird, sondern dann sperren wir den in ein Büro und verriegeln von außen die Türe. Wir nehmen den alles ab, da hat er zumindest einen Ort, wo er sich die Zähne putzen und sich waschen kann. Lass uns den Vogel erstmal anhören. Jo. Ah, sieh, wir gucken mal. Also, ich glaube nicht, dass der sich verändert. Wir können den Wasserhahn dazu sperren. Wasan hat mich übrigens angerufen, der Koll ist auch noch bei denen im Verlies. Ich bin mal gespannt, ob der wach ist, der Vogel. Ob der irgendwo in den Schacht gefallen ist und jetzt im Schacht pennt. Wann habt ihr den da gestern reingebracht ungefähr? Boah. Spät, 12, halb 12 oder so? Ja, nee. Meinst du nicht? 11. Ja, irgendwie so um den Dreh. Also ist er 22 Stunden da ungefähr. Ja. Das ist eine Weile, ich glaube 22 Stunden da, kommen dir vor wie 5 Tage. Mhm. Ich finde aber das Ding hier nicht. Und sonst habe ich dafür nirgendwo Platz. Ja, ganz schön schön. Na dann, auf geht's. Guten Morgen! Hola! Schönen guten Tag, Morgen. Herr Amahat! Ja, hallo! Morgen, Prinzessin! Ja, ich war schon total nervös, ne? Sie waren nervös? Aus welchem Grund waren Sie nervös? Ja, ja, das wissen Sie da bestimmt. Ich bin ja fast wahnsinnig geworden. Ich habe über, wenn Sie wüssten, diese Ruhe hier, die ist, keine Ahnung, die ist an sich sehr angenehm, ja. Dadurch, dass das heute mein letzter Tag ist, ja, war das irgendwie, keine Ahnung. So eine Minute, die ging rum wie eine Sekunde, ne? Also sollen wir nochmal gehen? Kam mir die Zeit hier drin zu kurz vor? Ja, ich weiß nicht. Erzählen Sie mir mal, Herr Amahat, wie kommen Sie denn darauf? Ich meine, wir haben ja nicht das erste Mal das Vergnügen miteinander. Ja. Und ich glaube, wir haben Ihnen noch nicht das erste Mal zu verstehen gegeben, dass es nicht so eine gute Idee ist, uns ans Bein zu pissen. Also ich kann Ihnen auf jeden Fall sagen, dass mit der Topfpflanze und alles, so wie Sie das sagen, ich wusste nicht, dass ihr das wart, weil ich habe halt rausgefunden, der Chef war das, deswegen war ich auch so sauer auf den. Aber die Aktion war einfach, keine Ahnung, das war halt so dumm, wie das mit dem Kroll und mit den Ross hier. Ja, der meinte, der arbeitet da und ich wollte eigentlich nachfragen wegen Casino-Verbot und dann war da keiner und ja, wir wollten für das Casino eigentlich ein bisschen Geld machen. Ja, und dann haben wir halt gesagt, Rossi, wie wär's denn mal, ne, hier ein paar Fotos zu schießen, Casino hat offen, so, und dann machen wir ein bisschen Geld und so, vielleicht freuen die sich dann, und dann kam die Polizei und wir sollten verschwinden. Also habe ich zum Kroll gesagt, Ross, das Problem ist aber, du redest, sobald du den Mund aufmachst, ständig Scheiße. Man weiß überhaupt gar nicht, was man dir noch glauben soll und was eigentlich nicht, weil eigentlich immer, wenn du den Mund aufmachst, Scheiße rauskommt. Ja, das ist ja halt, ich weiß doch auch nicht, was ich immer machen soll, Mensch, das ist halt immer alles so behindert.
Ich stehe ja, wie gesagt, auch in eurer Schuld und ich will das Casino, den Namen da nicht beschmutzen. Ich habe ja gestern schon zum Luis gesagt, es ist halt ein verdammter Magnet für mich. Das ist halt keine Ahnung. Ich will ja nicht mal euren Ruf oder so beschmutzen oder irgendwas. Es ist halt dann wieder diese unüberlegte Situation, die mich dann in diese Scheiße halt dann reinverleitet, ne? Weil im Nachgang würde ich drüber nachdenken, im Nachhinein, okay, ja, das ist vielleicht doch nicht so schlau, dann würde ich das, da hätte ich mich halt, wäre ich auch weitergefahren, aber bin ich halt nicht, ne? Okay. Gehen wir da vorne in die Ecke und lutschen mal im Chlor. Wir müssen da nochmal kurz über was reden. Also, ich okay, Leute, nehmen wir die Schrotflinte oder die MPs, wenn wir nehmen? Ja. Komm mal mit mir weiter. Rot. Boah, das schmeckt so eklig. Ja, ist die Frage, was machen wir jetzt mit dem? Bringen wir ihn um? Oder bringen wir ihn nicht um? Also ich kann von meiner Warte aus sagen, ich halte ihn nicht für zurechnungsfähig. Ich glaube nicht, dass der, wenn er in dem Dunstkreis um das Casino ist, in irgendeiner Form effektiv was Gutes ist. Also da wird ständig wieder irgendwas kommen. Der ist in seiner Person gefestigt. Der ist viel zu alt, dass er jetzt durch eine Woche Timeout irgendwie in der Wohnung alleine sich selbst findet. Weil sich selbst hat er schon gefunden und das ist halt ein behinderter Typ. Also. Ja, Steifen hat recht. Sie einkriegen wahre Worte. Ja. Ich bin ja normalerweise immer zu 100% überzeugt, wenn wir jemanden umbringen, aber bei ihm irgendwie bin ich gerade nicht zu 100% überzeugt. Das Problem ist, dass er halt was Kindliches hat. Der Typ ist einfach zu behindert, zu verstehen, wie behindert er ist. Das stimmt. Und das ist halt einfach kindlich und das macht das Ganze schwer. Nur was willst du tun, um ihm beizubringen, dass er sich runterfahren muss? Warte mal, hat er gerade wirklich am Chlor geleckt? Natürlich. Sagen ihm einfach, sobald wir ihn sehen, legen wir ihn um. Sobald irgendwas in Richtung Casino kommt, legen wir ihn weg. Ohne Ankündigung, ohne alles. Direkt weg, rum. Ja. Ja, das hat die letzten dreimal super funktioniert. Ja, wenn, da haben wir aber das nicht genau so klar gemacht. Wenn, dann musst du dem aber heute so einen Schrecken machen. Das war ja, wir haben alles schon gemacht. Wir haben also ich war doch diese eine Aktion am Steg alleine schon, wo ich auch dabei war. Da wo wir dann auch sogar abgestimmt hatten. Seh. Also ich weiß nicht, wie ich den Solle noch eine Schrecken machen, ja. Ich hab den abgestochen, ich hab den auf die Fresse gehauen, ich hab den einbetoniert und an die Steg gestellt. Wir haben den auf die Highway gestellt. Also ich weiß nicht, wie ich den auf den Highway gestellt. Ja, sieh. Okay. Ja, wir haben den als Blumentaufer von Highway gestellt und wartet, bis er vom Auto erwischt wird. Also ich denke, irgendwann wird uns das irgendwann die Genick brechen, dass wir lassen die kaputten Leute immer weiter rumlaufen, ne? Irgendwann, sie bringen einen von uns um, weil wir bringen sie nicht um, ja. Also um ganz ehrlich zu sein. Okay, lass uns nicht bis morgen hier stehen, dann lass ihn jetzt dahin schleppen und dann gucken wir. Wenn der keinen Bock hat da drauf, dann erschießen wir ihn. Ja, bin ich für. Alle damit einverstanden? 3 gegen 2. Ja, Quatschkopf. Ja, was denn? Du hast eine Chance, den heutigen Tag doch noch zu überleben. So. Ob es eine gute ist, weiß ich nicht. Aber es ist eine Chance. Komm mit. Aber nicht zum Rodar gegen Bär, ne? Was für ein Bär? Ja, hier gibt's einen fetten Bären. Natürlich gibt's hier einen fetten Bären. Das ist wirklich so. Oh, Tageslicht ist so schön, ey. Der Himmel ist blau. Erstmal Sand essen. Ja, auf den Sand zu fressen und komm mit jetzt einmal. Ja, das ist nämlich so schön. Mittelfinger, was ist denn da los? Nein, war nur mein kleiner Finalesgurt. Hättest du gedacht, dass du nochmal Licht siehst? Nee, wirklich nicht. Ja, wo mit dir angeblich einer geredet hat, haben wir nichts gehört. Und wir standen genau an derselben Stelle. Ja, vielleicht bin ich ja was Besonderes und der kann nur mit mir so wie Aliens irgendwie. Ich schwör auf alles, es gibt Aliens. Ja, du bist was ganz Besonderes. Ich hab das hast du dein ganzes Leben lang gehört. Ich schwör, ich hab schon UFO gesehen, alles. Natürlich. Das habt ihr mir auch nicht geglaubt, doch. Hm. Hat in dem UFO der rothaarige Bär gewohnt? Nee. Gerät kannst du hinten in den Mercedes schmeißen. Ja, okay. Die ist nämlich voll schwer. Ja, wollen wir nochmal kurz reden? Ja, vielen guten Tag. Ja. Ich leg das mit dem Koffer. Wo bist du? Ach, ich bin gerade an meinem Supermarkt. Hier waren drei so eine Lelex, die haben versucht, mein Auto zu knacken. Ich bin aber überlegen, die gleich in die Gladiatoren-Arena reinzuwerfen.
Dann jetzt, der Groll ist noch im Verlies, es ist hier in der Nähe von meinem Supermarkt und ja, die Rocker sind auch hier, die haben quasi die Auto, also Sosso und so, die haben hier quasi gerade. Okay. Also ja, bisschen. Ich komme jetzt vorbei und du steigst ein. Und dann? Du musst ja eine Gladiatorenarena verlegen. Und dann habe ich ein Geschenk für dich. Ja, das passt dir nicht rein. Okay. Süße, der Kroll ist noch im Verlies. Die ganze Zeit allein. Ja, okay. Dann lass den Kroll im Verlies. Das wird nicht so lange dauern. Ja, machen wir so. Wir sind gleich da. Alles klar, bis gleich. Ich habe das Gefühl, dann ist ja egal, wie wir es bei der Nummer gerade machen. Das ist nie richtig. Ja, ich gebe dir recht, Ryan. Es ist sehr schwierig gerade. Das ist irgendwie so eine Nummer. Da können wir gerade nur verlieren. Deswegen, wir gucken jetzt einfach. Vielleicht, wir finden ja eine gute Lösung jetzt mit dem Wasserhahn. Das wäre natürlich Best Case. Dann das Ding ist, weißt du, das klingt jetzt krank, ne? Aber wenn wir jemanden hinrichten, dann fühlt sich das an wie so eine innerliche Befriedigung. Das ist einfach nichts, was ich hier empfinde. Na, das ist mehr so, es wird gemacht, weil es gemacht werden muss, ja?